Was haben die Stones? Ein Fisch, ein Tuschkasten und die Berliner Straßenreinigung gemeinsam. Hallo, liebe Strickerinnen und Stricker dieser Welt. Die Stricktherapie Nummer 13 ist da. Ich freue mich, dass ich euch begrüßen kann. Es sind doch einige jetzt, die mir zuschauen. Vor ungefähr 8, 9 Tagen habe ich das letzte Video reingestellt und ich kann euch also zeigen, auch in diesem Video, was ich in der Zwischenzeit gearbeitet habe. Wie weit ich da gekommen bin. Ja, zurück zur Ausgangsfrage. Was haben die Stones, ein Fisch, einen Tuschkasten und die Berliner Straßenreinigung gemeinsam? Dieses Bild von Fritz dem Fisch hängt bei uns in der Wohnung. Wir haben es mal auf dem Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke in Berlin erworben. Das ist ein Kunstmarkt, der einmal im Jahr an einem Sonntag stattfindet. Das ist immer ganz interessant, darüber zu gehen, anzuschauen, sich auch ein bisschen mit den Künstlern zu unterhalten, die dort ihre Bilder ausstellen. Und ich glaube, das sind nicht nur alles professionelle Maler, sondern ich glaube, da sind auch halbprofessionelle Maler dabei. Ja, die Gemeinsamkeit. Hier sehen wir zum Beispiel ein Kissen. Wir haben mehrere Kissen auf unserer Couch zu legen. Und spätestens jetzt werdet ihr sicherlich auf die Gemeinsamkeit kommen. Das ist Orange. Ich mache mal in meinem kleinen Farbspektrum etwas weiter. Wir sind bei Orange angelangt. Orange ist eine Sekundärfarbe. Sie wirkt optimistisch. Und warm und hell und weckt aus diesem Grunde häufig Vertrauen und Lebenslust. Es gibt auch immer eine Spiegelseite in der Dialektik der Farben. Das ist die Oberflächlichkeit, die man häufig dem Orange zuschreibt. Wenn wir an orange Bilder denken, die bei uns im Kopf sind, dann könnte ich mir eine große Gruppe von buddhistischen Mönchen vorstellen. Im Buddhismus spielt die Farbe Orange eine große Rolle. Oder auch ein Stadion voller niederländischer Fußballfans. Könnte ich mir auch vorstellen. Also die Assoziation dieser Farbe ist eigentlich grundlegend eine positive. Wenn man von den Grundfarben ausgeht, dann nimmt man Rot und Gelb und dann mischt man. Und dann hat man die unterschiedlichsten Töne von Orange, die daraus entstehen können. Solche Töne findet man auch in den Karten, wenn man in einem Farbladen geht oder ins Bauhaus. Alles Orangetöne, vielleicht kommt einiges nicht ganz so rüber. Kunterbunt, die Farben. Orange. Assoziationen sind weiterhin, wenn man an Bilder im Kopf denkt, das Morgenrot, das Abendrot. Also eine gewisse Lichtstimmung, die man damit verbindet. Und die der Mensch als besonders angenehm empfindet. Und ja, logischerweise eine weitere Verbindung, ein weiteres Bild ist die Apfelsine. Sie heißt ja deshalb auch Orange. Und natürlich auch die Berliner Stadtreinigung. Die Berliner Stadtreinigung hat auch als Signalfarbe, aber nicht als Warnfarbe, also nicht so krass, das Orange gewählt. Also die Fahrzeuge sind orange oder orange-weiß gestreift.
Und seit etlichen Jahren gibt es auch so eine Kampagne auf den Papierkörben oder Abfalleimern, die an den Straßen stehen, mit ganz witzigen Sprüchen. Und diese Sprüche haben wir mal fotografiert auf einigen der Abfalleimer. Die sehen oder die sind ganz putzig. So, ihr habt jetzt die witzigen Sprüche gesehen und einer der letzten Bilder waren in der Nähe des Olympiastadions und dort waren wir vorige Woche am Freitag zu dem Rolling Stones Konzert. Ja, I can get no satisfaction stand auf einem der letzten Eimer drauf und das Stadion war voll. Also einige ganz, ganz wenige Sitze waren frei. Eine wunderbare Stimmung. Und jetzt wird nochmal ein Licht eingeblendet. Da haben die gerade gesungen She's a Rainbow. Und die Bühnentechnik hat also alle Regenbogenfarben, die es gibt, dazu eingeblendet. Und festgehalten oder zeigen. Oder wir zeigen jetzt die orange Variante. Ja. Also, orange ist immer etwas schwächer als gelb und etwas stärker als rot, als Lebenslust und Optimismus. Deshalb habe ich auch ein Teil in orange gestrickt. Das ist dieses Bändchengarn. Die Banderole vom Bändchengarn ist irgendwie abhanden gekommen. Ich vermute, das ist eine Mischung aus Baumwolle und Bambus. Das könnte so sein. Und da habe ich eine Art Hängerchen gestrickt in einem Lochmuster. Und so sieht das aus. Ja. Man kann es also so anziehen. Dann ist es etwas durchsichtig und da muss man schon schauen, was man möglicherweise drunter trägt. Vielleicht ein kleines Spaghetti-Trägerhemdchen. Man kann es aber auch über andere dünne Pullover ziehen oder auch über Blusen. Es ist aber wirklich, das habe ich eigentlich nicht so bedacht, eine wirklich leuchtende Farbe. Vielleicht kann man das anziehen, wenn man Fahrrad fährt, dass man gut erkannt wird. Das ist wie so eine Art Warnweste. Ja, auch das Feuer lodert. Und da findet man auch häufig Orangetöne. Aber es ist weniger aggressiv. Die Farbe Orange weckt bei den Podcasterinnen unterschiedliche Gefühle. Manche mögen es, manche mögen es weniger. Gerade neulich habe ich einen Podcast gesehen, da hat eine Podcasterin erzählt, dass sie ganz überrascht war, dass sie eigentlich Orange nicht mag. Aber dann war sie überrascht, als sie es dann doch in einer Sockenwolle verstrickt hat. Und es hat ihr ganz gut gefallen. Ja. Das waren die Ausführungen zu dem Inhalt der Farbe Orange. Dann habe ich noch gesagt, der Tuschkasten. Jeder hat ja einen Tuschkasten zu Hause. Und ich habe zwei Tuschkästen übrig geblieben. Ganz schlicht. Einmal diesen. Und wir sehen auch hier schon oben die Farbe Orange. Hier. Ja, er wurde benutzt. Zweiter Tuschkasten. Ah, kriege ich nicht auf, kriege ich nicht auf, kriege ich nicht auf. Doch, hier. Der ist, glaube ich, etwas sauberer.
Ja, sind durchaus auch schon einige, also mehr als die Grundfarben sind da jetzt schon drin. Ja, und wieso komme ich auf Tuschkasten? Da gibt es nämlich bei einem Spaziergang, hat das mein Mann entdeckt, eine ganz interessante Siedlung in Berlin. Eigentlich ist es die Gartenstadt Falkenberg, aber im Volksmund wird diese Gartenstadt Falkenberg Tuschkastensiedlung genannt. Ich werde euch auch ein paar Bilder noch mit anhängen, aber weil das von der Geschichte und Architektur recht interessant ist, möchte ich erst mal ganz kurz etwas zu dieser Tuschkastensiedlung sagen. Die Gartenstadt Falkenberg liegt in Berlin-Köpenick. Es ist, glaube ich, Bestandteil der etwas größeren Ansiedlung Bohnsdorf. Und der Architekt Bruno Taut hat sie Anfang des 20. Jahrhunderts entworfen. Es war wirklich ein Knaller, ein Hingucker, aber gleichzeitig natürlich auch ein Skandal war das. Wir haben dort schwarze, gelbe, rote, knallig blaue Häuser. Und ich finde, sehr dominierend ist die Farbe Orange. Und das war so die erste Siedlung, ich sagte Anfang des 20. Jahrhunderts, 1913, 1914 geschichtlich gesehen. Es war das kurz vor dem Ersten Weltkrieg bzw. mit Beginn des Ersten Weltkrieges. Also in einer Zeit, da man in diesen knalligen Farben bei Häusern überhaupt noch nicht mitrechnete. Und es war eigentlich eine moderne Radikalität oder eine radikale Moderne, wie auch immer. Aber schön, dass es das schon zu der Zeit gab. Der Architekt Bruno Taut wollte auch neue Wege beschreiten. Er wollte so ein bisschen dem Elend der Mietskasernen entgegenarbeiten. Und war für ihn besonders wichtig, dass er eine kleine Siedlung entwarf für die Arbeiter, in dem es um Licht ging, es ging um Sonne, es ging um menschenwürdige Bedingungen. Man hatte einen kleinen Garten an seinem Häuschen. Es waren sowohl Einfamilienhäuschen als auch Reihenhäuschen, die dort gebaut wurden. So ein bisschen, wer Dessau kennt und die Bauhaussiedlung in Dessau, wer die sich schon mal angeguckt hat, da steckt ja ein ähnlicher Gedanke dahinter, auch ganz, also einmal industriell etwas zu produzieren, nicht so teuer, also erschwinglich auch für Menschen, die also nicht den dicken Geldbeutel hatten. Ja, und diese Ideen wurden also aufgegriffen, dass die Arbeiter aus ihren Fabriken herauskamen und dort auch in den kleinen Gärten ihr Gemüse anbauen durften. Die Grundrisse dieser Wohnungen waren sehr, sehr funktional, also war gut eingerichtet. Küche war schon mit Bad und Toilette, was ja auch ein Fortschritt am Anfang des 20. Jahrhunderts war. Und es wurden auch innerhalb der Siedlung die Häuser ganz fantasievoll gruppiert. Also war insgesamt das Gebiet auch als Genossenschaft konzipiert, also dass jeder so einen Anteil einzahlen konnte. Und um auch ein bisschen den ansteigenden Mieten der damaligen Zeit entgegenzutreten. Haben wir ja heute wieder diesen Wahnsinnsmietanstieg, ich glaube in fast allen Städten. Berlin war eine Weile verschont, aber es ist total krass jetzt in Berlin. Eine Freundin von mir hat so eine Wohnung gesucht und die ist fast verzweifelt daran. Ja, insgesamt hat diese Siedlung 128 Wohnungen und zwei Drittel davon sind in Einfamilienhäusern. Die anderen in Mehrfamilienhäusern. In der Regel sind es dann immer ganze Etagen als Wohnungen. Ursprünglich war diese Siedlung 10-mal so groß geplant, aber da kam der Krieg dazwischen. Wer ein bisschen architektonisch Bescheid weiß, da geht es dort auch noch um die Verschiebung der Sichtachsen, die da verändert wurden. Also es gibt sozusagen zwei Grundlinien dort, das ist einmal am Akazienhof und dann ist es der Gartenstadtweg. Und
dann sind die sozusagen getrennt, aber immer mit solchen sogenannten Mistwegen verbunden. Das sind so versteckte kleine Fußpfade, wo man so zwischendurch gehen kann, die ganz romantisch aussehen und heutzutage natürlich sehr geeignet sind, damit die Kinder dort spielen und nicht auf der Straße. Autofrei natürlich. Ja, die Berliner haben, also der Bruno Traut hatte noch einen Bruder. Max Traut hieß er, glaube ich, Max Traut. Und mit dem zusammen hat er also auch noch weitere Siedlungen in Berlin gestaltet. Ganz berühmt ist die Hufeisensiedlung und auch die Ecke um Onkel Toms Hütte, Onkel Tom Siedlung heißt sie, glaube ich, die ist dann in den 20er Jahren entstanden. Und dann haben sie sich auch noch, oder das ist dann mehr, sagen wir mal, nicht die Gartenstadt-Variante, sondern so großstädtische Siedlungen, wo also dann die Häuser, ich will jetzt nicht Mietskasernen sagen, aber wo die Häuser ein bisschen größer sind. Aber die Gemeinsamkeit aller dieser Siedlungen ist die Farbe, das Bunte, die einheitlichen Bauteile, die verwendet wurden. Ja, nach dem Mauerfall übrigens, die Siedlung ist auf der ostdeutschen Seite, die Tuschkastensiedlung, hat dann der Architekt, jetzt muss ich mal nach dem Namen gucken, Winfried Brenne, wieder die Originalfarben rekonstruiert. In der Zwischenzeit wurde dann immer logischerweise einiges ausgebessert. Die hat er rekonstruiert und diese Siedlung sehr, sehr sensibel saniert. 2008, glaube ich, war es fertig. Und ich meine gehört zu haben, dass die Bewohner dieser Siedlung auch gewisse Auflagen haben, was die Farbgebung angeht. Also sie dürfen dann nicht so ohne weiteres, obwohl es ihr privates Eigentum, ohne Genossenschaftseigentum ist, also sie dürfen, glaube ich, nicht so ohne weiteres da selber mit der Farbe herangehen und Zäune oder Wände streichen. Und jetzt viel Spaß bei den Impressionen aus der Tuschkastensiedlung. Es euch auch so viel Spaß gemacht. Es ist doch wunderschön. Und ich glaube, ich bin dort nicht das letzte Mal gewesen. Die Fotos hat mein Mann gemacht. Wir haben natürlich noch wesentlich mehr, aber ganz so viel kann man ja auch nicht auf einmal zeigen. So, jetzt kommen wir zu meinen fertigen Sachen. Ich habe ein paar Socken fertig gestrickt. Das sind meine Margot-Socken. Die kann ich nur noch im Bild zeigen. Die habe ich schon der Margot zum Geburtstag geschenkt. Diese Socken haben ein sehr weites Bündchen. Das habe ich mit einem Wellenmuster gestrickt. Im Internet findet man unterschiedliche Wellenmuster. Ich glaube, ich habe das von Eliza vom Nadelspiel. Die zeigt das in einem Video sehr anschaulich. Dann habe ich die Ferse und die Spitze in einer ganz einfachen grauen Sockenwolle gestrickt und damit das Grau dann vor der Spitze wieder aufgegriffen wird, habe ich so kleine grau-rote Streifen gemacht. So, ich hoffe, liebe Margot, deine Füßchen sind jetzt immer schön warm beim Fernsehgucken. Nummer 2, auch wieder Socken, habe ich hier in meiner einzigen geschenkten Projekttasche, ach nein, ich habe jetzt eine zweite, habe ich grau-rosa Socken.
Die sehen so aus. Da habe ich ein Muster oben wieder im Schaft. Das ist von Runi 100. Dies Musternummer 114. Käppchen, Ferse und Spitze, die sind für mich in der Größe 36. Ganz einfache Sockenwolle in der üblichen Zusammensetzung. Und die zweite Socke habe ich schon angefangen zu sehen. Vierfädrige Sockenwolle. Weil Fußball-Weltmeisterschaft war, habe ich einen ehemaligen Brotbeutel entdeckt und umfunktioniert zu einem Projektbeutel. Altfußball. Darin sind die grünen Socken, die ich das letzte Mal vorstellte. Eine Socke ist fertig. Das ist die für meinen Mann. Das ist eine große Größe, eine 45. Da haben wir auch hier eine Käppchenferse, einen langen Schaft, den ich durchgehend in dem Bündchenmuster zwei rechts, zwei links gestrickt habe. Eine weiche Merino-Sockenwolle ist das. Ich finde ich auch in einer sehr schönen Farbgebung. Auch hier habe ich die zweite Socke angeschlagen. Die ist auch fast fertig. Bin da kurz vor der Spitze. Kann das also dann demnächst abschließen. Sehr, sehr weich. Ich habe noch keine Erfahrung, wie Merino-Sockenwolle nach dem Waschen wird. Wir werden schauen. Ja, dann ein Stück, woran ich noch arbeite. Das ist mit der weichen Cashmerino-Babywolle gestrickt. Eine Jacke. Und ja, jetzt zeige ich gerade die falsche Seite. Das Muster ist so. Das wird mit Hebemaschen gestrickt. Wenn man sich das näher anguckt, ihr seht eine so. So dass man also, obwohl man in Reihen strickt, immer nur rechte Maschen hat. Ich habe diese Anregung von Vulpedia. Vulpedia hat in mehreren Videos Raglan von oben, Cardigan, und da strickt die Julia das. Ich muss mal gucken, ob ich mal überziehen kann. Es soll also eine Jacke werden. Passt also soweit ganz gut. Ich habe die Arme jetzt hier kurz hochgehen. Ja, okay. Also es ist noch nicht ganz. So. Okay. So sieht das ungefähr aus. Ich habe dann aber hier ein paar Knopflöcherchen reingemacht. Genau auf dieser Seite. Und sie fühlt sich gut an und sie hat auch eine gewisse Stärke. Also sie ist nicht ganz so, obwohl die Wolle ja nicht so dick ist, hat sie durch diese Hebemaschen, wirkt das immer ein bisschen verstärkt. Ja, das ist also eine Jacke in Wollweiß. Tragen tue ich einen kleinen Bolero, den wir hier gehäkelt, in Schneeweiß. Ich gebe da schon mal so einen kleinen Ausblick vielleicht auf die nächste Folge, die von Schwarz-Weiß handeln könnte. Schon mal überlegen. Ja, das war's, was ich zeigen wollte und gezeigt habe. Interessanterweise, wenn man Orange so im Kopf hat, dann sieht man plötzlich überall Orange. Das ist Orange. Ach, ist dir schon mal aufgefallen, dass auch Harley Davidson Orange im Logo hat oder Orange in den Farben hat und das und das. Und dann bin ich mal durch die Wohnung gegangen und habe geguckt, na, was habe ich denn eigentlich an Büchern, die orange aussehen? Und wir haben wirklich viele Bücher.
Und interessanterweise bin ich dann auf die Idee gekommen, ich habe nicht viel orange Buchdeckel entdeckt. Und da habe ich gedacht, so, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Bücher in Orange. Und damit man jetzt das Verhältnis sieht, musste ich mal so in etwa alle Bücher durchzählen, die wir haben. Und da bin ich auf die Zahl von 1312 gekommen. Kann aber auch sein, dass ich hier und da noch ein Buch vergessen habe, was in der Tasche ist oder was auf dem Nachttisch liegt. Ja, also von 1312 sind ganze 9 Bücher mit einem orangenen Einband. Dann habe ich mir die Bücher angeguckt, ob ich die überhaupt gelesen habe. Ich würde euch gerne diese 9 Bücher mal vorstellen. Wer keine Lust mehr hat, sich die Bücher anzugucken, kann hier schon abschalten. Da sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und für die anderen würde ich jetzt mal diese Bücher heranholen. Ich habe sie geholt. Muss mal gucken, ob ich die mal insgesamt mal hochhalten kann. Das sind sie alle. Hintereinander weg. Mehr sind es nicht. Auch unterschiedliche Farbtöne. Alles in Orange. Ein bisschen habe ich geschummelt. Ich habe auch ein Hörbuch mit hereingenommen. Das ist das Hörbuch, das die Katharina Thalbach liest. Und zwar Adler und Engel von Julie C. Ich weiß nicht, wer Julie C. kennt. Das ist, glaube ich, ihr Debütroman gewesen mit Max und Jessie. Jessie war die große Liebe. Ein ganz dramatisches Buch mit Herz und Schmerz und Tod und alles gerät aus den Fugen und ganz dramatische Verwicklungen sind in diesem Buch. Es geht auch um Drogen und Waffenhandlung und auch um Verzweiflung. Ein gewaltiges Debüt von Julie C. Wunderbar gelesen. Das Hörbuch habe ich noch nicht gehört, muss ich zugeben. Und dann habe ich noch eine DVD in Orange gefunden. Das ist die Orange, die DVD Juno. Das ist ein Film, der, glaube ich, 2007 einen Oscar erhalten hat, ein Oscar für das Drehbuch. Da geht es um ein junges 16-jähriges oder 15-jähriges Mädchen, die verführt ihren langjährigen Freund und denkt, einmal ist keinmal, aber einmal führt eben doch zu einer Schwangerschaft. Und dann ergeben sich auch hier bestimmte Verwicklungen. Dann will sie das Kind doch einer Familie geben, aber freundet sich auch mit der Familie an. Die Familie hält dann oder das Paar geht dann auseinander. Also interessant. Und es wurde hier bewertet als niveauvoll, klug und sehr, sehr komisch. Also eine ernste Situation, auch für Jugendliche, glaube ich, ganz gut aufbereitet. Jetzt kommen wir aber zu den Büchern. Ich fange mal bei den Kleinen an und gehe dann zu den Großen. Da haben wir hier den Pausenphilosophen. Das Buch hat mir mein Sohn geschenkt, damit ich mal ein bisschen über die... Hier war die Kamera gerade zu Ende oder sie musste sich in der Zwischenzeit etwas abkühlen. Ich war bei dem Pausenphilosophen. Wichtige Ideen, wichtige Denker werden in diesem Buch vorgestellt. Und zwischendurch sind immer kleine orange Seiten. So sehen die aus. Und die Seite Der Mensch, das große Geheimnis, lese ich mal ganz kurz vor. Haben Sie das Gefühl, Ihr Hund versteht jedes Wort, das Sie sagen? Und weshalb gehorcht er besser als Ihr Vierjähriger? Warum macht eine Tafel Schokolade nur kurzfristig glücklich und danach Bauchschmerzen? Und wieso verhält es sich mit Geld genauso? Dass es andere Wege zum Glück gibt als materiellen Wohlstand und dass der Mensch die Freiheit hat, sie zu beschreiten oder es zu lassen. Auch darüber lässt sich gut philosophieren. Aber natürlich werden hier die wichtigen Denker und Philosophen unserer Jahrhunderte oder der letzten Jahrhunderte vorgestellt. Was ist Wahrheit? Was ist Seele? Ja, ab und zu kann man mal darüber etwas lesen. Das kleinste Buch.
Dieses Buch habe ich nicht gelesen. Es steht in meinem Schrank. Ich habe es nicht gelesen. Von Thomas Bernhard. Es ist auch kein Roman, es ist keine Erzählung, keine Novelle. Es ist ein Theaterstück. Und Theaterstücke sollte man sich angucken. Es heißt Die Macht der Gewohnheit. Und das hat es in sich, wenn man normalerweise an die Macht der Gewohnheit denkt, wovon es einen abhält. Dann haben wir den Leonid Solochow. Die Schelmenstreiche des Nasreddin. Roger Nasreddin ist damit gemeint. Das ist also ähnlich wie im europäischen Raum der Eulenspiegel in Asien oder Vorderasien, der also sehr gut beim Volk ankam, weil er die Reichen und Fürsten und Beamte dieses Staates immer hinters Licht geführt hat oder durch seine Weisheiten entblößt hat und somit auch die Empörung des Volkes ein bisschen angestachelt hat, sich einmal zur Wehr zu setzen. Oh, vom Winde verweht, wer kennt es nicht? Ein Südstaaten-Epos, geschrieben von Margaret Mitchell. Ich habe es gelesen, ich habe auch den Film gesehen, in Deutsch und in Englisch, weil... ja, okay, es hat seine trivialen Seiten, aber es ist doch sehr schön. Einige benennen diesen Roman als einen der bedeutendsten im 20. Jahrhundert. Ich würde vielleicht einfach sagen, es ist mit einer der erfolgreichsten Bücher. Bei bedeutend lässt sich streiten, aber es wird ein Bild gemalt, in dem man sich, glaube ich, ganz gut jene Zeit der Kriege vorstellen kann. Es werden auch soziale und politische Konflikte jener Zeit gezeigt und natürlich die Schicksalslinien von Südstaatenfamilien und auch ihre Verbindung teilweise mit dem Norden. Dann eine Novellensammlung in Orange. Und zwar die Novellen der Romantik. Von Kleist bis Tieck, wer auch immer hier noch vorkommt, bestimmt Brentano. Michael Kohlhaas ist auf jeden Fall drin, also für diejenigen, die gerne epische, kleinere Geschichten lesen, ist so eine Novellensammlung recht angenehm. Ich habe sie auch gelesen. Ha, ganz witzig, in Orange, wer hätte das gedacht? Ottokar Dommer. Sicherlich nicht allen geläufig, das ist der brave Schüler Ottokar. Dann gibt es Ottokar das Früchtchen und Ottokar der Weltverbesserin, drei Teile in einem Band, geschrieben von Otto Hauser, einem Schriftsteller und Journalisten. Der hat also den braven Schüler Ottokar erfunden, der in seiner typisch kindlichen Sprache über Familie und Schule und Umwelt ein bisschen nachdenkt. Viel Wortwitz drin, viel Situation und Alltagskomik. Am besten zu vergleichen vielleicht mit die Tagebücher des Greg, der also auch in seiner Zeit absolut witzig und frech daherkommt und da hat man viel in der DDR drüber gelacht. Es soll auch ein Buch geben von Otto Kahn nach der Wende, aber das kenne ich leider nicht und habe ich auch nicht. Ein Sachbuch in Orange. Wir sehen schon am Foto, es geht um die Geschichte oder auf den Spuren der Söhne der großen Bären. Eine Untersuchung zu historischen und kulturgeschichtlichen Hintergründen der Jugendbücher. Und diese Jugendbücher, das sind wirklich meine absoluten allerliebsten Jugendbücher. Geschrieben von Henriette Welskopf-Henrich. Meistens kennt man nur einen Teil, die Söhne der großen Bären. Dieser Teil ist auch verfilmt worden. Aber es gibt viele, viele mehr. Es ist ein ganzer Zyklus und es geht bis in die Neuzeit hinein, bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts, verfolgt es also auch anhand der Schicksale einzelner Stammesmitglieder der Sioux, was eigentlich abläuft. Also mit allen Kämpfen, die es so gibt, aber auch zu Herzen gehend. Es werden die Traditionen beleuchtet. Es ist kulturgeschichtlich wirklich absolut top recherchiert, im Gegensatz zu Karl May, aber den habe ich auch ganz gern gelesen. Ja, also zum Beispiel die Jahre 66 bis 84 sind zum Beispiel in Nacht in der Prärie
geschrieben, das ist die Fortsetzung, wo dann also der in der Zwischenzeit 115-jährige Tokaito dann wieder auftaucht und seinem jüngeren Freund, der inzwischen auf einer Reservation lebt oder Verwandten hilft. Aber wie gesagt, wer Lust hat, die Bücher sind, glaube ich, ganz schwer noch zu kriegen oder in Bibliotheken. Ich weiß nicht, ob es Neuauflagen gibt dazu. Sehr schön. So, dann haben wir ein Kochbuch, die schnelle Küche in Orange. Ja, 15 Minuten Rezepte, ganz fix und foxy geht das. Und dann habe ich ein Buch entdeckt, das ich überhaupt noch nicht gelesen habe. Ich habe aber ein ganz kleines Klebezettelchen darin gefunden. Außen weiß, aber das ist hier orange. Wenn ich es raushole, ist es auch orange. Ja. Das ist von Julio Cortázar, Reise um den Tag in 80 Welten. Ein wunderschönes Wortspiel zu Die Reise in 80 Tagen um die Welt. Und ich habe ein bisschen rumgeblättert. Ich weiß noch nicht, was es ist. Es ist so ein bisschen, wird dieser Schriftsteller auch in die surrealistische oder futuristische Richtung eingeordnet. Jedenfalls, das kommt jetzt bei mir in Orange auf meinen Nachttisch. Ich werde es anfangen zu lesen. Bei meinem Buch, bei dem ich gerade dabei bin, habe ich nur noch ein paar Seiten. Ja, das ist vielleicht ganz interessant auch für mich gewesen, mal so durch alle Bücher durchzugehen und zu gucken, habe ich denn auch wirklich schon alles gelesen? Ich weiß auch nicht, wie es euch geht. Ich zum Beispiel lese Bücher sehr gerne zweimal. Mit einem gewissen Abstand. Man hat ja dann auch seine eigene Entwicklung durchgemacht und man sieht Verschiedenes anders. Ja, mal gucken. Also das werde ich jetzt lesen, weil ich es noch nicht kenne. Und vielleicht werde ich mir noch von Söhne der großen Bären zum zweiten oder dritten Mal auch noch mal ein, zwei Bände herausnehmen, weil es emotional einfach Spaß macht zu lesen. Das war's für heute. Seid ganz lieb gegrüßt. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann kommt das kleine Däumchen vielleicht unten hin. Vielleicht könnt ihr auch ein Abo dalassen. Macht's gut. Seid ganz lieb zu euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Poppy von der Stricktherapie. Fertig!